sein! Das hast du vorhin schon gesagt. Willst du deinen Job verlieren? Das war für WTCE Tom Merrick mit einem einmaligen Live-Bericht aus dem brennenden Kraftwerk in Evanston. Hast du's? Ja. Wir machen schnell noch ein paar Shots, bevor wir verschwinden. Du wiederholst dich schon wieder, Tom. Nur so kommt der ganz groß raus. Wir müssen hier weg und zwar sofort. Du gehst da jetzt hoch oder verlierst deinen Job. Worauf wartet ihr? Wieder auferstandene Diktatoren und vom Satan Besessene sind out. Ich sag Ihnen, was in ist. Eine Entführung durch Außerirdische oder eine Riesenkatastrophe. Wie lange ist es her? Das letzte Erdbeben oder Hochwasser? Das sind ja richtige Entzugserscheinungen. Ich war nicht sicher, ob Sie kommen würden. Wir machen später weiter. Alles okay, klar. Ist gut. In Ordnung. Merrick. Oh, Sie haben ja warme Hände, also leben Sie noch. Sie sehen wirklich gut aus, Eleanor. Und Sie umso beschissener. Heruntergekommen ist doch schick. Mhm. Sie wollten sich schon immer von der Masse abheben. Danke für den Job. Sie müssen sich nicht bedanken. Ich habe einen Top-Journalisten für einen Hungerlohn bekommen. Wieso haben Sie eigentlich aufgehört? Ich fühlte mich missverstanden. Ja, doch in meinen Augen waren Sie ein Held. Das Filmmaterial aus dem Kraftwerk war top. Der Sender hat es wegen der Einschaltquoten ausgestrahlt und Sie trotzdem gezwungen zu kündigen. Verdammte Heuchler. Also, wo soll ich nun anfangen? Na, ganz unten. Recherche. Ich brauche einen Artikel über Katastrophen. Wenn Mutter Natur schon nicht mitspielt, muss ich meine Leser eben auf einen Ritt durch die Vergangenheit schicken. Katastrophen der letzten Jahrhunderte. Ich bin an der kurzen Leine. Wollen Sie sich beschweren? Ich bin schon unterwegs. Viel Glück. Automatischer Anrufbeantworter. Elizabeth Wintern ist heute nicht im Büro. Ich weiß, dass du da bist, gerannt. Schon gut. Ich bin hier, aber nicht mehr lange. Ich wollte heute früher gehen. Kann ich mir denken, aber ich brauche die Kolumne. Ich muss mal wieder ein bisschen Zeit für mich haben und auch für mein Privatleben. Liz, ich brauche sie wirklich ganz dringend. Ja, ich mache mich auf die Suche danach, aber das muss bis morgen warten. Was? Nein, Moment, nicht auflegen. Entschuldigung. Ich bin Tom Merrick. Und ich bin hoch erfreut. Also, was wollen Sie von mir? Grayson hat mich geschickt. Nein, ich meine, warum ausgerechnet der National Inquisitor? Ist das ein Bußgang in die tiefere Etage? Sie arbeiten auch hier. Ja, aber ich bin nicht Tom Merrick. Ich hatte einen miesen Tag. Oder vielmehr ein paar miese Jahre. Also könnten Sie mir kurz die Funktion Ihres Computers erklären? Oh, ich bin morgen wieder hier. Dann können wir darüber reden. Ich kann nicht warten. Ist mein erster Tag. Ich muss Eindruck schinden. Also schön. Fotos und Zeitungsartikel sind im Internet abgelegt. Das Passwort ist Lisland. Benutzen Sie die Suchmaschine. Beiträge sind nach Themenschwerpunkten sortiert. Und wenn ich eine Frage habe? Na gut. Aber nur im Notfall. Haben Sie verstanden? Und verlassen Sie meinen Schreibtisch, wie Sie ihn vorgefunden haben. Thank you.
Katastrophen 20. Jahrhunderts. Wieso gibt es Katastrophen, die sich in unser Bewusstsein einbrennen, während andere in der Geschichte verschwinden? Einige fesseln unsere Aufmerksamkeit vielleicht deshalb, weil sie uns daran erinnern, dass die Natur immer noch stärker ist als die menschliche Technologie. Andere, weil sie uns vor Augen führen, dass selbst die modernste Technologie vom Wesen her fehlerhaft sein kann. Eine dritte Möglichkeit, weil sie enthüllen... Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Wie bedeutet das? Hallo? Hier ist Tom Merrick. Es handelt sich hoffentlich um einen Notfall. Kommt jemand an Ihre Daten ran? Keine Chance, ich habe eine doppelte Firewall. Selbst Bill Gates würde ins Grübeln kommen. Was ist los? Wo haben Sie die Fotos her? Aus anderen Redaktionen oder aus den Archiven des Smithsonian und der Kongressbibliothek. Da ist irgendetwas faul. Ganz sicher nicht an meinem Computer. Murray kann das nicht bis morgen warten. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Es gibt nichts, was nicht bis morgen Zeit hat. Mich erwarten zu Hause die Larry King Show und eine bequeme Couch. Sehen Sie sich das mal an. Die Titanic, die Hindenburg und der Hurricane Hugo. Ich hoffe für Sie, dass das mehr als nur Geschichtsunterricht wird. Sehen Sie genauer hin. Was wird nun aus Larry King? Was ist das? Ein Mann ist Zeuge von drei Katastrophen, die ein Jahrhundert auseinanderliegen, ohne gealtert zu sein. Entweder erlaubt sich da jemand einen üblen Scherz, oder es ist der unglaublichste DNS-Fall in der Geschichte der Menschheit. Oder er ist gar kein Mensch. Ich bitte Sie, Eleanor, das ist doch Unsinn. Oh, Mary, grau ist jede Theorie. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber es ist unglaublich. Das ist genau die Story, mit der der Inquisitor den Globe abhängen kann. Sie schreiben sofort was darüber. Wir haben doch keine Ahnung, was dahinter steckt. Wer sagt uns denn, dass die Fotos authentisch sind? Deshalb fliegen Sie noch heute nach Washington, D.C. mit der 9-Uhr-Maschine. Sie buchen das Ticket auf die Firmenkreditkarte. Niemals. Suchen Sie sich jemand anderen. Sie beschaffen sich die Originale und lassen sich von Experten die Echtheit bestätigen. Eleanor, ich wollte einen normalen Büro. Wir brauchen ein wissenschaftliches Zertifikat. Keinen Stress. Und es muss vor der Öffentlichkeit standhalten, denn ich will die Story schon übermorgen aufnehmen. Wenn es eine Story ist. Ach ja, wenn? Warum sind Sie denn zu mir gekommen, wenn Sie die Story anzweifeln? Mary, geben Sie es zu. Ihr Blut ist in Wallung geraten. Ich möchte wetten, so ein gutes Gefühl hatten Sie schon lange nicht mehr. Es gibt ganz sicher eine Erklärung dafür. Na klar, die werden Sie mit diesem Flug herausfinden. Sie haben 36 Stunden, dann will ich die Story haben. Buchen Sie für heute Abend 9 Uhr einen Flug für Mr. Merrick nach Washington, D.C. Economy. Schatz, ich bin's. Dein Dad. Schon klar. Hör mal, Kevin, ich mach dir einen Vorschlag. Ich habe einen neuen Job. Und ich möchte dich nach Chicago einladen. Wir können
könnten was unternehmen und den Cubs beim Verlieren zugucken. Also, was ist mein Junge? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt Schluss machen. Steve kommt gleich vorbei. Wir wollen Quake spielen. Ich ruf Mom für dich. Kevin, warte. Mom! Kevin! Dad! Du könntest ihn ruhig öfter anrufen als nur alle 8 Wochen. Weißt du, Thomas trifft die meisten Leute zwischendurch immer mal. Aber das ist noch lange kein Grund, einfach alles hinzuschmeißen. Du solltest dein Leben wieder in den Griff kriegen. Ach so, wie du mit Steve für Kevin in Atlantic City, ja? Du hast ganz sicher nicht das Recht, dich darüber zu äußern. Hotels in Freizeitparks, Zockerhallen, Casinos. Glaubst du, das tut unserem Sohn gut? Hör sofort auf damit. Damit willst du nur nicht wahrhaben, dass Steve eine wichtige Rolle im Leben von Kevin spielt. Er unternimmt wenigstens etwas mit ihm. Er hat sogar Eintrittskarten für das Eishockey-Finalspiel im Cops Coliseum besorgt. Nur weil er Eishockey-Karten kauft, ist er noch nicht der Vater des Jahres. Nein. Nein, das ist er nicht, Tom. Aber er beschäftigt sich mit Kevin und deshalb ist er ein besserer Vater als du. Sind Sie Fotograf oder sowas? Ladies and Gentlemen, schließen Sie bitte Ihre Sicherheitsgurte. Nein. Reporter. Für eine Zeitung vielleicht? Ja, da liegst du gar nicht so falsch. Wollen Sie über den Mann da schreiben? Schon möglich. Wenn Sie das wirklich wollen. Er ist da drüben. Schnall den Sicherheitsgurt fest. Was? Warum? Was ist los? Ladies and Gentlemen, hier spricht der Captain. Wir durchfliegen eine kurze Schlechtwetterzone. Bitte schließen Sie die Sicherheitsgurte wieder und bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Danke. Sir, würden Sie sich bitte hinsetzen? Ja, gleich. Zeitreise in die Katastrophe. Sie sind hier. Titanic. Evanston Kraftwerk. 12 Tote. Brenn, Baby, brenn. Explosion 17. Mai 1937, 33 Tote. CAW Corsair Airways, Flug Nummer 22234, Flugzeugabsturz 15. Juni 2000. Sir, Sie müssen sich jetzt wirklich wieder hinsetzen. Heute ist doch der 15., ja, oder? Ja, ja. Wie ist unsere Flugnummer? Das ist Flug 222. 2, 2, 2, Flugzeugabsturz. Nein. 307 Tote. Was? 16. Juni 2000. Das ist morgen. 340 Tote. Chicago Green Line U-Bahn-Unglück. Hey, Sie! Geben Sie das her! Verdammt, doch mal aufhören! Wie soll das hergeben? Es gehört mir! Es wird Ihnen nichts geschehen. Legen Sie die Waffe weg. Was soll mit diesem Flugzeug passieren? Landen Sie! Wenn Sie sich beruhigt haben, dann bereden wir das. Bringen Sie die Maschine runter, sonst sind wir alle tot. Na los!
haben Probleme. Der Radarschirm und die Funkanlage sind ausgefallen. Wir haben ein größeres Problem. Er wird niemandem etwas tun. Er will nur, dass wir landen. Stimmt doch, oder? Die nächsten Flughäfen sind Grand Rapids oder O'Hare. Ihre Entscheidung. Welcher von Ihnen ist näher? O'Hare, vielleicht um 5 Minuten. Nichts wie hin. Ich gehe runter auf 10.000 Fuß. Kurs 29 an 620. Warten Sie! Wir tun, was Sie verlangen. Sie haben keinen Radar und der Funk ist ausgefallen. Was würden Sie machen, wenn ich nicht hier wäre? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn nicht die Waffe auf Sie gerichtet wäre, würden Sie den Kurs auf Washington halten? Nein. Das Versagen der Geräte ist ein Notfall, ein dringender Notfall. Wir würden den nächsten Flughafen nehmen. Worauf warten Sie? Dann machen Sie es. Ja. Gehen Sie wieder nach oben. Ich denke, Sie wollen, dass wir landen. Bringen Sie die Maschine hoch! Na los! Jetzt nicht mehr. Sie werden aber... Ja. Es ist vollkommen unmöglich, dass dieser Mann nicht im Flugzeug gewesen sein soll. Ich habe ihn gesehen. Das Mädchen, das neben mir saß, hat ihn gesehen. Und die Stewardess ebenfalls. Lassen wir den angeblich an Bord gewesenen Gentleman einmal außer Acht und konzentrieren uns auf Sie. Mr. Merrick, Sie hatten eine Waffe, haben damit die Maschine in Ihre Gewalt gebracht. Doch Flugzeugentführer arbeiten gewöhnlich nicht allein. Ich bin kein Entführer. Ich habe nur einen Absturz verhindert. Verraten Sie uns, wer außer Ihnen noch daran beteiligt war. Niemand. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, diesen Flug zu nehmen. Glauben Sie mir. Glauben soll ich Ihnen? Glauben soll ich Ihnen? Ich verrate Ihnen mal, was ich glaube. Man muss einem Menschen nur in die Augen sehen, dann offenbart sich die Wahrheit von ganz allein. Und wenn ich in Ihre sehe, ist davon nichts zu entdecken. Entschuldigung, Ma'am. Fragen Sie den Piloten, er wird... Während wir hier sitzen, vernehmen unsere Leute das Flugpersonal, die Passagiere und die Spurensicherung untersucht die Maschine. Gut, dann finden Sie sicher auch diese Broschüre. Den Reiseführer, den Sie angeblich gesehen haben und der Sie veranlasst hat, Ihre Waffe zu ziehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Sie gehört nicht mir, sondern diesem Kerl. Dem ominösen Fremden. Den wir nirgendwo finden können, der auch nicht auf der Passagierliste auftaucht. Und er war auch nicht an Bord nach der Landung des Flugzeugs.
Während Sie mich hier auseinandernehmen, ist da irgendwo ein Kerl und hat eine Liste mit bevorstehenden Katastrophen. In der U-Bahn wird die nächste sein. Ich bin ganz sicher. Da soll irgendwas passieren. Jetzt wollen Sie also auch noch einen Anschlag auf die U-Bahn verüben. Ich will telefonieren. Ein Anruf steht mir zu. Stanton, würden Sie Mr. Merrick bitte ein Telefon geben? Checkliste. Merrick durch Geheimdienste und Polizeicomputer laufen lassen. Stanton, was genau ist das da eigentlich für ein Ding? Ein in die Uhr eingebauter digitaler Rekorder. Meine Erfindung. Glauben Sie, dass der Außendienst das Richtige für Sie ist? Vielleicht hätten Sie doch lieber auf der Uni bleiben sollen. Ingenieur ist doch nichts Unehrenhaftes. Wissen Sie, ich wollte schon immer zum FBI. Verstehen Sie, ich glaube, hier kann ich einerseits Agent sein und mich trotzdem noch mit solchen Spielereien beschäftigen. Übrigens, wenn Sie auch so eine... Vergessen Sie die Uhr. Folgen Sie lieber dem Instinkt und Ihrem Verstand. Ja. Machen Sie Grayson ausfindig. Ich habe Probleme. Warten Sie bitte. Geben Sie mir die Recherche. Sir, das, was Merrick getan hat, ergibt einfach keinen Sinn. Okay, ich höre. Fahren Sie fort. Wissen Sie, da entführt jemand ein Flugzeug, aber er verlangt kein Geld, stellt keine anderen Forderungen und... Was sagt Ihnen das? Na? Einen Seelenklempner holen. Dann sehen wir, ob Merrick noch alle Tassen im Schrank hat. Tassen im Schrank. Unbedingt nachzählen. Ihre Recherche? Tom Merrick, Sie müssen mir einen Gefallen tun. Sie haben mein Büro wie ein Schweinestall hinterlassen. Beim letzten Anruf haben Sie einfach aufgelegt. Und jetzt wollen... Ich habe was bei Ihnen gefunden. Ach ja? Das ist ja wohl der Sinn der Sache hier. Ich verstehe es zwar noch nicht ganz, aber... Ich bin da was Großem auf der Spur. Oh, bitte, Merrick, wollen Sie mir weismachen, Sie hätten die Story des Jahrhunderts? Wissen Sie, wie oft ich das schon von irgendeinem Zeitungsschnüffler gehört habe? Aber hat einer von denen ein Flugzeug zur Landung gezwungen und wurde dann verhaftet? Klar, was sonst? Ich muss jetzt los. Nicht auflegen. Ich habe in Ihrem Computer... Etwas abgelegt unter Merrick.doc. Es befinden sich 3 Fotos darunter. Sie müssen sie mir sofort ausdrucken und bitte unbedingt zum FBI vorbeibringen. Interessant, jetzt soll ich auch noch den Laufburschen für Sie spielen. Hören Sie, Merrick, ich würde Ihnen wirklich gern helfen, aber... Sie arbeiten in der Recherche, also hoffe ich, dass Sie von Natur aus neugierig sind. Bitte öffnen Sie die... Datei und werfen Sie einen Blick drauf. Sie werden nicht enttäuscht sein. Merrick.doc. Sie müssen mir helfen. Aber... Oh. Die Story des Jahrhunderts von wegen. Bis wann braucht er das? Irgendwann im Laufe des Tages. Hey, hey! Was ist mit Baker passiert? Was soll das? Wo gehen wir hin?
sind Sie? Was wollen Sie? Nicht jetzt! Notarzt in die 348 und alarmieren Sie das Wachpersonal. Das Gebäude muss hermetisch abgeriegelt werden. Ja, Sir. Merrick ist entkommen. Keine Bewegung! Waffe fallen lassen! Sofort! Und keine Tricks! An die Wand! Nein! Unser Befehl lautet, ihn aufzuhalten! Wenn wir ihn umbringen, verstoßen wir gegen die Nichteinmischung. Hey, Merrick! Er läuft über die Straße! Kommen Sie! Was ist hier los? Ich erkläre es Ihnen später! Sie, wir müssen weg! Worauf warten Sie? Ihr wollt auf uns schießen! Verteilt euch! Die Überwachungskameras bestätigen, dass Merrick zwei Komplizen hat. Nummer 1, weiblich, 1,60, schwarze Hosen, schwarze Lederjacke. Nummer 2, männlich... Davor! Und das denn? Was zum Teufel war das? Eine Handfeuerwaffe mit der Sprengkraft einer Viper M1-36. Nichts Alltägliches. Ich hab die Schnauze voll. Zwei Männer und zwei Frauen auf der Flucht. Zwei Männer und zwei Frauen auf der Flucht. FBI-Gebäude in Richtung Osten auf der Washington Avenue. Sie sind bewaffnet und gefährlich. Wir brauchen sofort Verstärkung. Der uns erschießen wollte, war auch ein Bulle. Was? Gezogen. Mist! Was ist?
hat Merricks Aussage bestätigt. Wir müssen Grifasi verständigen. Stecken Sie! Sind Sie noch da? Ja, Augenblick! Verteilt euch, Männer! Sichert alle Ausgänge! Sie dürfen hier nicht rauskommen! Hören Sie, wenn die anderen Fluggäste den Mann auch gesehen haben, den Merrick uns beschrieben hat, dann müssten wir doch in der Lage sein, eine Phantomzeichnung von ihm in Umlauf zu bringen und ebenso von den beiden, die ihn befreit haben. Erzählen Sie mir endlich, was los ist. Ich weiß auch nur, dass der Typ von den Fotos in meinem Flugzeug war. Was? Er war an Bord und hatte eine Broschüre dabei. Von den Katastrophen. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Ich weiß. Aber der Flug von mir war auch in der Broschüre. Die Maschine sollte abstürzen. Deshalb wurden Sie verhaftet. Sie haben das Flugzeug in Ihre Gewalt gebracht, um den Absturz zu verhindern. Na, wie schön. Jetzt bin ich also auch noch Komplizin eines Flugzeugentführers. Dann war der Mann also wirklich im Flugzeug. Merrick und er waren im Flieger in Aktion. Die zwei anderen und die Frau, mit der Merrick geflohen ist, sind ihre Komplizen. Die Frau konnten wir inzwischen identifizieren. Durch den Anruf, den wir Merrick gestattet haben, er hat mit einer Elizabeth Wintern telefoniert. Alle Angaben passen auf die Frau, mit der er geflohen ist. Also Merrick, ganz egal, was das hier alles bedeutet, wie wollen Sie uns aus dieser Klemme wieder rausbringen? In dieser Broschüre wurden Katastrophen aus der Vergangenheit geschildert. Aber auch eine, die noch passieren soll. Ein U-Bahn-Unglück. Hier in Chicago, auf der Green Line. Heute Mittag. Ich habe das FBI gewarnt, aber die wollten mir nicht glauben. Ich verstehe nicht, Merrick. Was soll das alles? Eins finde ich an der Sache eigenartig. Der Pilot hat bestätigt, was Merrick im Verhör gesagt hat. Dass unser Freund einen Absturz verhindert hat? Demnach ist er gar kein Flugzeugentführer. Merrick hat eine Pistole gezogen. Die zwei wollten das Flugzeug entführen, aber dann haben sie kalte Füße gekriegt. Ende der Geschichte. Es bleiben drei große Fragezeichen. Woher hat Merrick von dem Zusammenstoß in der Luft gewusst? Wie kam sein Komplize aus dem Flugzeug raus und noch am Sicherheitsdienst vorbei? Und wieso ist Merrick auf der Flucht vor den Typen, die ihn befreit haben? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber wir werden es ganz sicher rausfinden. Hier lang. Was ist los mit ihm? Keine Ahnung, er ist in einem Schutzbunker, aber das sollte unsere Kommunikation nicht beeinflussen. Sir, wenn Sie mich hören, lassen Sie bitte den Zeitwandler aktivieren. Sie müssen uns unbedingt zurückholen. Wir können Sie im Moment nicht zurückholen. Es gibt hier ernsthafte Probleme und Ihre Beseitigung wird eine Weile dauern. Was soll das heißen? Hier herrscht das reinste Chaos. Es gibt starke Abweichungen und zu allem Übel habe ich noch die Zeitpolizei auf dem Hals. Der Empfang wird gestört. Finden Sie diesen Nestkerl, schalten Sie ihn aus. Denn wenn er weiterhin Menschen rettet, lautet die Frage nicht mehr, wann Sie zurückkommen, sondern ob überhaupt. Von wegen, ob überhaupt. Augenblick mal, Cortes. Wir dürfen keine Opfer zurücklassen, die sich außerhalb der Katastrophen befinden. Verlassen Sie sich drauf, dass es solche Opfer nicht geben wird. Wir müssen die U-Bahn-Katastrophe verhindern. Uns bleiben 20 Minuten. Augenblick mal. Woher wollen Sie wissen, dass es wirklich passiert? Und wenn, welcher von den vielen Zügen wird dann verunglücken? Das weiß ich nicht. Aber wenn wir auf der Green Line nicht alle Züge stoppen können, erwischt es einen davon. Alles klar. Oder Wachmann, sagen Sie ihm, dass auf der Strecke eine Bombe versteckt ist und alle Züge gestoppt werden müssen. Und was machen Sie? Ich versuche, die Stromzufuhr zu den Gleisen zu unterbrechen. Und was? Was ist? Da ist der Typ. Und das ist der Zug. Verschwinden. Kommen Sie.
diese Linie noch? 6. Endstation ist Tillhorn. Was ist los? Hier ist Becker. Schicken Sie Einsatzkräfte zu den U-Bahnhöfen zwischen Union und Tillhorn, und zwar sofort. Wir brauchen ein paar Autos. Union und Tillhorn. Mein Gott, der Zug hält nicht an, Merrick. Da ist er. Zeitreise in die Katastrophe. Was soll hier passieren? Das darf ich laut meines Vertrages nicht verraten. Hier, Mary, er bitte Rückholung. Ein Notfall, er bitte sofort Rückholung. Was machen Sie denn? Ich brauche den Scanner, um nach Hause zu kommen. Wieso verunglückt dieser Zug? Okay, ich sag's Ihnen, der Zugführer hatte einen Herzanfall. Er konnte den Sicherheitsschalter nicht mehr betätigen. Deshalb fuhr der Zug immer weiter, bis nach Clayton. Da ist er entgleist, in einer Kurve. Er spricht davon, als wäre es schon passiert. Der Fall ist so wahr. Vor 70 Jahren, ich bin nur ein Tourist. Ihr Flieger sollte den schwersten Zusammenstoß in den USA hervorrufen, aber ihretwegen ist nichts passiert. Gar nichts, überhaupt nichts. Jawohl! Aber das lasse ich mir zurückerstatten. Das ist der reine Irrsinn. Wir müssen den Zug anhalten. Nein, das dürfen Sie nicht. Geben Sie mir die Zeitsteuerung zurück. Sie reisen zu Katastrophen. Katastrophen, Sportveranstaltungen. Hören Sie, wir haben nur noch ein paar Minuten, nicht mehr. Dann los. Nein, es ist verboten, sich in den Lauf der Zeit einzumischen. Geben Sie mir wenigstens meine Zeitsteuerung zurück. Bitte! Verstehen Sie das denn nicht? Ich brauche Sie! Bitte! Machen Sie die Tür auf! Aufmachen, das ist ein Notfall! Sie sollen aufmachen! Das ist Lydia. Noch 3 Stationen bis Clayton Street. Es sind wirklich nur noch ein paar Minuten. Aufmachen! Öffnen Sie! Aufmachen! Aufmachen! Öffnen Sie die Tür! Sie sollen aufmachen! Machen Sie auf! Aufmachen, bitte! Er hört Sie nicht, er ist tot! Wo ist die Notbremse? Verdammt! Wir müssen diesen Waggon hier abhängen. Und wie wollen wir das machen? Hey, diese U-Bahn wird gleich verunglückt. Bitte gehen Sie alle in den letzten Wagen. Na los, Beeilung! Und keine Panik! Na los! Chance, kommen Sie! Ich kann nicht länger auf Sie warten! Wie kriegen wir das hin? Ich sehe es mir erst mal an. Ich hab's. Wenn wir diese beiden Hebel gleichzeitig hochziehen, dann...
Sie weiter, schneller! Der erste Wagen mit den Gleisen, immer weitergehen, nicht stehen bleiben! Auf den Boden legen, runter, na los! Alle, schnell! Danke, vielen Dank. Hier wohnen Sie? Meine Eltern, sie sind verreist. Dad sagt immer, man kann nie genug Werkzeug im Haus haben. Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Ja, ich habe Dad mal dabei zugesehen, als ich drei war. Tut überhaupt nicht weh. War ein Scherz. Nichts weiter. Augenblick mal. Was ist das denn hier? Das ist unser Mann. Machen Sie weiter. Was bringen Sie schon wieder? Wir haben die Fahrgäste befragt. Merrick und Wintern waren auch in der U-Bahn, aber sind verschwunden. Hatten Sie in der Union Station mehr Glück? Die anderen beiden sind ebenfalls weg. Oh, toll einfach. Großartig. Also, hört mal zu, Leute. Wir geben eine Fahndungsmeldung nach Merrick, Wintern und den beiden noch nicht identifizierten Verdächtigen raus. Überprüft alle Krankenhäuser, Motels und Hotels im Umkreis von 50 Meilen. Und jeder Cop, egal ob er Streife fährt, zu Fuß geht oder beritten ist, muss wissen, wie die vier aussehen. Ich will endlich Ergebnisse, also los! Mist, ich kriege keinen Kontakt. Hätten Sie mich nicht daran gehindert, Merrick zu erledigen, nachdem wir ihn aufgespürt haben? Unsere Befehle lauten aber anders, dann klar. Dann wäre die U-Bahn verunglückt wie geplant. Wir sollten Merrick verhören, den Zeitpunkt der Abweichung bestimmen und danach einen Neustart auslösen. Wir haben ihn nur nicht verhört und dank Ihnen läuft er immer noch frei herum. Es war nicht meine Schuld. Dem Boss fällt was ein. Er weiß immer einen Ausweg. Dann wären es wahrscheinlich nicht nur zwei Tote, sondern es wären Hunderte von Todesopfern zu beklagen. Das war das erste U-Bahn-Unglück in der Stadt seit 20 Jahren. Vertreter des öffentlichen Nahverkehrs vermuten, dass eventuell menschliches Versagen zu dem Unglück geführt haben könnte, durch das der erste Wagen vollkommen zerstört wurde. Wissen Sie, Merrick, ich habe mal versucht, mir auf all das einen Reim zu machen. In der Broschüre, die ich im Flugzeug gesehen habe, war auch das Feuer im Kraftwerk von Evanston aufgeführt. Dort hieß es, es gab dabei 12 Tote. Es waren aber nur 11. Und wer war der 12? Das war ich. Was? Dieser Tourist ist den Katastrophen hinterhergereist.
Und eins seiner Ziele war das Feuer im Kraftwerk. Aber klar. Da war auch die Münze. In der U-Bahn hatte er die gleiche. Er muss sie damals verloren haben. Und als ich sie sah, zögerte ich kurz. Aber natürlich lange genug, um die Zukunft zu verändern. Denn wenn ich nicht gezögert hätte, als ich die Münze entdeckte, dann wäre ich auch mit meinen Leuten ums Leben gekommen. Aber das können Sie nicht mit Sicherheit wissen. Es wäre irgendwie logisch. Ich bin noch am Leben, weil dieser Tourist aus der Zukunft eine Münze verloren hat. Und die beiden anderen Typen sind auch aus der Zukunft. Ich soll ihre Vergangenheit nicht verändern. Das ist doch verrückt. Der Typ in der U-Bahn ist auch nur verrückt gewesen. Selbst wenn man in der Zukunft eine Technologie entwickelt hätte, die den Menschen durch die Zeit zu reisen erlaubt, würde man sie dann für solche Zwecke verwenden? Für den Katastrophentourismus? Für das Vergnügen? Wenn das wahr wäre, würden diese Typen nicht nur in die Vergangenheit zurückkommen, um sich gewalttätige Fernsehbilder anzusehen. Sie würden zurückkommen, um zuzugucken, wie Tausende von Menschen sterben. Das wäre doch Irrsinn. Ich finde das nicht schlimmer, als wenn wir uns die 6 Uhr Nachrichten ansehen. Oder sie machen. Hey, Sie dürfen sich mit den Typen nicht in einen Topf werfen. Finden Sie das? Ich habe hin und wieder einige Ihrer Beiträge verfolgt. Und ich muss gestehen, manche haben mich regelrecht gefesselt. Sie wissen ganz bestimmt noch, als Sie mitten in den Tornado reingefahren sind. Das war eine super Reportage. Vielen Dank für den Kauf des 10er-Packs von Zeitreise in die Katastrophe. Das Beste von Zeitreisen-Entertainment. Es beinhaltet die berühmtesten Katastrophen Was haben Sie der gemacht? Geschichte des letzten Jahrhunderts. Ich weiß Darunter es nicht. Der 14. April 1912, der Untergang der Titanic. Oder der 14.12.1998, der Tag des verheerenden Feuers des Kraftwerk Evanston. Außerdem natürlich die großen drei. Sie haben richtig gehört. Die legendären 3 Tage im Juni, an denen Sie Schlag auf Schlag auf Schlag, ein Flugzeugunglück, ein U-Bahn-Unglück und ein nahezu infernalisches Feuer im Kops Kolosseum miterleben können. Die Mutter der Katastrophen, bei der mehr als 11.000 Menschen starben. Oh mein Gott, das ist morgen! Wenn Sie bereit sind, Ihre erste Reise anzutreten, dann verwenden Sie bitte einfach diese Zeitsteuerung mit einem installierten isometrischen Frequenzblocker, wodurch eine Abschirmung gegen Entdeckung durch die Zeitpolizei gewährleistet ist. Wenn Sie Lust haben, schicken wir Sie in wenigen Sekunden auf die Reise und Sie erleben ein Abenteuer. Er wird auch da sein, im Kops Kolosseum. Wer denn? Mein Sohn. Hallo? Kevin. Gib mir deine Mutter. Sie ist nicht da. Christy ist hier. Okay, hör jetzt genau zu, was ich dir sage, Kevin. Ich habe Folgendes erfahren. Beim Eishockeyspiel, zu dem ihr morgen wollt, wird ein Feuer ausbrechen. Du, deine Mutter und Steve, ihr dürft da nicht hingehen. Das verstehe ich nicht. Ich werde es dir später erklären. Versprich mir, dass ihr nicht hingehen werdet. Nein, ich will aber hingehen. Kevin, vertrau mir nur dieses eine Mal. Versprich mir, dass ihr nicht hingeht. Sag doch was, Kevin. Mom sagt, du bist eifersüchtig, weil Steve was mit mir unternimmt. Nein, so ist es nicht. Glaub mir doch. Kevin? Er glaubt ihn wohl nicht. Ich muss dahin. Sie dürfen sich das Spiel nicht ansehen. Vielleicht können wir es wirklich verhindern. Ihr Einfall mit der Bombendrohung in der U-Bahn. Eventuell funktioniert er im Kops Kolosseum. Nein, mit solchen Situationen sind sie ständig konfrontiert. Die werden die gesamte Halle durchsuchen und wenn sie nichts finden, läuft das Spiel wie geplant. Dann zeigen wir ihnen den Computer von dem Zeitreisenden. Das wird sie misstrauisch machen. Schon möglich, aber bis die rausfinden, was es damit auf sich hat, ist das Kolosseum längst ausgebrannt. Es wäre trotzdem ein Notfall. Das FBI würde entsprechend reagieren. Was das FBI auch dabei herausfinden würde. Die anderen beiden werden die Arena trotzdem zerstören. Für sie sterben dort 11.000 Menschen. Aber wir müssen es versuchen. Die Eltern von ihr wohnen in The Heights und sie hat Freunde in Eastbourne. Dann lebt da noch ein Ex-Freund an der Goldküste. Alles klar. Stanton? Einen Moment bitte. Ein Anruf aus der Zentrale, es ist Merrick. Leitung 2. Baker! Ich trage keine Schuld am U-Bahn-Unglück. Ganz im Gegenteil, ich wollte es verhindern. Und wieso stellen Sie sich da nicht selbst? Die beiden, die mich aus ihrem Büro entführt haben. Sie wollten mich daran hindern, die Fahrgäste zu retten. Und jetzt bereiten sie einen Anschlag auf das Kops Kolosseum vor. Für morgen, während des Eishockey-Endspiels.
Sie müssen sie aufhalten. Ich sag Ihnen was. Kommen Sie zu mir ins Büro, dann können wir zusammenarbeiten und die beiden schnappen. Wir haben ihn. Der Anruf kam aus dem Haus Ihrer Eltern. Alle mal herhören. Die Phantomzeichnung von den beiden Typen und die Fotos von Merrick und Wintern müssen für den Sicherheitsdienst vom Cops Coliseum mehrfach kopiert werden. Und als Vorsichtsmaßnahme müssen mehrere Feuerwehr- und Polizeieinheiten bereitgehalten werden. Dann glauben Sie also inzwischen, dass die beiden den Anschlag verüben werden? Ich glaube kein einziges Wort davon. Doch ich gehe wie immer lieber auf Nummer sicher. Soll ich die Suche hier vor Ort abblasen? Aber nein, vielleicht will er uns nur auf eine falsche Fährte locken. Ist das ein Scherz oder was? Wenn ich fliege, brauche ich nicht mehr als 3 Stunden. Noch laufen Sie unter Flugzeugentführer. Nähern Sie sich einem Flughafen, auch nur stürzen sich die Bullen auf Sie. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Er ist zwar alt, aber wir kommen schon damit an. Sagten Sie wir? Ja, wenn wir uns mit dem Fahren abwechseln, sind wir in 15 Stunden am Kolosseum. Selbst wenn wir die Hauptstraße meiden, sind wir rechtzeitig vor Spielbeginn da. Ich habe meiner Mom bereits eine E-Mail geschickt und geschrieben, dass wir ihren Wagen nehmen. Dann also los. Das wird auch Zeit. Wie konnten Sie zulassen, dass so etwas passiert? Was zum Teufel ist los? Warum sieht er so verändert aus? Es hat vielleicht eine undichte Stelle in der Zeit gegeben. Wissen Sie eigentlich, was Sie angerichtet haben? Fast 500 Menschen haben ihretwegen überlebt, die eigentlich sterben sollten. Das sehe ich anders. Die Zeitpolizei ist der Organisation mal wieder auf die Schliche gekommen. Ihr müsst die Schmiergelder erhöhen. Sie glauben also, die Zeitpolizei wäre unser einziges Problem? Was denn sonst noch? Och, nur ein paar unbedeutende Problemchen wie eine Bevölkerungsverschiebung von ein paar hundert Millionen, plötzlich auftauchende neue Regierungen und Technologien, die aber genauso schnell wieder verschwinden. Was passiert so in L.A.? Wer interessiert sich für L.A.? Mein Sohn lebt dort. Südkalifornien ist vor 20 Jahren durch ein Atombombenunglück ausgelöscht worden. Was? Hören Sie, ich muss sofort zurück in meine Zeit. Sie müssen uns auf der Stelle zurückholen. Sie haben es immer noch nicht kapiert. Ihre Zeitzone, Verehrteste, existiert leider nicht mehr. Haben Sie das jetzt verstanden? Ihre Familie, Ihre Freunde, alle sind tot. Und was den Zeitbeschleuniger angeht, ich meine, die Kerntechnologie für Zeitwandler und Zeitbeschleuniger. Einer der Passagiere des verhinderten Flugzeugunglücks hat ihren Erfinder umgebracht. Und zwar bei einem Autounfall 3 Jahre, bevor er sie erfunden hat. Und das heißt, jetzt können wir niemanden zurückholen, egal aus welcher Zeit. Aber Sie sind in einem Schutzbunker. Das heißt, der Beschleuniger sollte vor Zeitabweichungen geschützt sein. Wir haben solche Zeitabweichungen in der Vergangenheit noch niemals erlebt. Das heißt, unsere Theorien sind hinfällig. Haben Sie ein Team drauf angesetzt? Ein Team? Setzen Sie Ihren verdammten Konzern darauf an, denn ich muss sofort zurück, um meinen Sohn zu retten. Hören Sie zu, Cortez. Im Augenblick habe ich größere Probleme als die Sorge um Ihre Nachkommenschaft. Wenn wir Glück haben, ich betone, wenn wir Glück haben, besitzen wir in einer Woche ein funktionsfähiges Modell. Dann werden Sie uns zurückholen. Wir könnten doch Merrick aufhalten, bevor er das Flugzeug besteigt. Genau das planen wir. Aber es wird nichts passieren, solange wir keine stabile Zeitzone besitzen. Und das bedeutet, Sie beide müssen unbedingt dafür sorgen, dass Merrick in Ihrer Zeitzone jetzt nicht noch mehr Abweichungen verursacht. Denn das wäre das Ende von uns allen. Aber wie sollen wir Merrick denn jetzt finden? Er hat die Zeitsteuerung eines unserer Touristen. Darüber können wir ihn orten. Ich übermittle Ihnen seine Koordinaten. Warten Sie ab. Datentransfer läuft. Datentransfer abgeschlossen. Wir haben ihn. Gut. Also, ob Sie Merrick kriegen oder nicht, wir brauchen unbedingt eine Sicherheit. Eine Sicherheit? Und zwar die letzte der 3 großen Katastrophen. Das Feuer im Cops Coliseum. Ist mir völlig egal, was Merrick anstellt. Sie werden dafür sorgen, dass es passiert. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Ob durch ein Feuer oder was anderes, es müssen 11.369 Menschen den Tod finden. Das ist wirklich unsere letzte Chance. Sir, ich bin als Spezialist für die Zeitsicherheit zuständig, aber kein Mörder. Es ist so gut wie erledigt. Hey, warten Sie mal. Wenn Sie die Sache vermasseln, Felder, bringe ich Sie um. Ich glaube, ich bin die geringste Ihrer Sorgen, Cortez. Was meinen Sie denn jetzt schon wieder? Sie haben Grifasi gesehen, die Zeitabschirmung ist undicht. Treten noch weitere Abweichungen auf, wissen Grifasi und die Organisation vielleicht gar nicht mehr, dass wir existieren. Merrick, wenn das wirklich alles wahr ist, vielleicht sollten wir uns dann lieber nicht einmischen. Es würden 11.000 Menschen sterben. Ich weiß, es ist nur... Der Kerl von den Fotos hat uns gewarnt, uns einzumischen. Und die zwei, die uns verfolgen, wollen uns sogar töten und riskieren, selbst dabei draufzugehen, nur um uns aufzuhalten.
Vielleicht verursacht irgendjemand, den wir heute retten, in der Zukunft noch etwas viel Schlimmeres als das Feuer im Cops Coliseum. Ich sehe das völlig anders. Wenn diese drei Leute wirklich aus der Zukunft sind, dann steht ihre Vergangenheit fest und darf sich nicht verändern. Aber für unsere Zukunft gibt es unzählige Möglichkeiten. Und es wäre denkbar, eine bessere Welt zu schaffen als die, aus der sie kommen. Oder eine noch viel schlimmere. Sie haben recht. Aber wir dürfen uns nur an dem orientieren, was wir wissen. Und wenn ich weiß, dass 11.000 Menschen dabei den Tod finden sollen, und auch mein Sohn, dann muss ich doch alles tun, um sie zu retten. Bei dem Tempo haben wir die beiden in ungefähr 5 Minuten eingeholt. Folgendermaßen, ihr befragt die Nachbarn, ob und wann sie einen Wagen vor dem Haus gesehen haben. Und überprüft, ob es Überwachungskameras gibt. Mhm. Ich habe das hier gefunden und eine E-Mail. Sie hat wohl versucht, sie in letzter Minute zu löschen, aber ich konnte sie zum Glück wiederherstellen. Jetzt kommt sie zur Sache, Stan. Sie sind mit dem Wagen Ihrer Mutter zum Cops Coliseum unterwegs. Verdammt! Hier, Baker, Sie sind unterwegs zum Coliseum. Aktion hier abbrechen und alle Einheiten nach Chicago beordern. Na dann los! Merrick, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber nur, wenn Sie Tom zu mir sagen. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass Sie und Ihr Sohn Schwierigkeiten miteinander haben. Wie kommt das? Warum ist das so? Nach dem Feuer im Kraftwerk habe ich mich zurückgezogen. Von der Arbeit, der Welt, von allen. Man kann nicht einfach aus dem Leben eines Kindes hinausspazieren, mit der Erwartung, jederzeit zurückkommen zu dürfen. Sie vermissen ihn bestimmt. Seine Mutter ebenfalls? Vom ersten Tag an stand unsere Ehe gegen meinen Job. Gegen das Verlockende der Katastrophen. Sie waren süchtig danach? Nach dem Tod meiner Leute nicht mehr. Danach habe ich mich in mich selbst verkrochen, mich versteckt. Und nachdem Sie jetzt wieder im Leben stehen, was empfinden Sie so? Es fängt an, mir zu gefallen. Ich glaube, wir sollten mal tanken. Sie machen Halt. Vielleicht eine Chance. Es wird Zeit, Sie ein für alle Mal auszuschalten. Foltern. Soll ich Hin- und Luft prüfen? Das wäre toll. Alles klar. Ich erledige das. Ja. Gleich da vorne, Mister. Wieso wollen Sie mich umbringen? Sie haben keine Ahnung, was für Konsequenzen entstehen, wenn wir Sie nicht aufhalten. Womöglich ist mein Sohn tot, weil Sie das Flugzeugunglück verhindert haben. Thank you.
brauchen wir noch? Keine Ahnung. Ich will eine Antwort. Vielleicht noch ungefähr eine Stunde. Alles wird gut. Bleiben Sie liegen. Es ist schon Hilfe unterwegs. Sie dürfen sich nicht bewegen. Hey! Sie müssen sich erst untersuchen lassen. Wer weiß, was mit Ihnen ist? Bitte Sie. Nein, Elizabeth! Nein! Es ist zu spät. Sie können nichts mehr für Sie tun. Leider. Hey! Sind Sie verrückt? Das ist mein Wagen! Parken Sie den Wagen, bitte. Geht klar. Sieht so aus, als hätten Sie sich unsere Warnung zu Herzen genommen. Was machen Sie da schon wieder? Ich stelle die Ortszeit ein. Ich arbeite an der Erfindung einer Uhr, die auf die Veränderung des Längengrads reagiert und sich automatisch auf die Zeitzone einstellt, in der man sich gerade befindet. Ich kann's kaum erwarten, Sie kleiner Schlauberger. Hallo. Ich weiß nicht, ob wirklich was passiert, aber danke, dass Sie alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Merrick ist tot. Er kann die Katastrophe hier nicht mehr verhindern, also müssen wir sie auch nicht herbeiführen. Hören Sie mir zu. Eine bestehende Zeitzone zu verteidigen ist die eine Sache. Aber es ist etwas ganz anderes, eine Katastrophe absichtlich zu verursachen. Ich versuche gerade mit Ihnen zu sprechen. Haben Sie kein Verantwortungsgefühl? Was sind Sie für ein Mensch? Ein Mensch, der alles tut. Alles Erdenkliche, um diese Zeitzone bis zu einem Neustart zu stabilisieren, damit ich meinen Sohn retten kann. Noch Fragen? Und all die Menschen hier sind Ihnen völlig egal? Solange sie unsere Zeitzone gefährden, ganz bestimmt. Ja. Aber es sind Menschen. Sie sind nur Dreck. Wenn Sie sich so große Sorgen um sie machen, warum sind Sie dann hier? Glauben Sie, dass das die Erfüllung ist? Für eine kleine Untergrundfirma zu arbeiten, die größte Technologie, die jemals erfunden wurde, für Unterhaltungszwecke nutzt? Ich war früher mal ein ehrbarer Mensch. Ja, was sonst? Ich habe für das Zeitentwicklungsprogramm der Regierung gearbeitet. Oh, lassen Sie mich raten. Als man die Sache einstellte und Zeitreisen verboten wurden, waren Sie bereits süchtig danach. Wer steht wohl nach Ihrer moralischen Messlatte tiefer? Was meinen Sie? Ich, die es für Geld macht? Oder Sie, den nur noch der Nervenkitzel reizt?
ereignete sich heute eine Tragödie, bei der das Cops Coliseum völlig zerstört wurde. Fast zwei Drittel der Zuschauer haben dabei den Tod gefunden. Wodurch die Katastrophe ausgelöst wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Genaue Angaben zum Ausmaß. Der bekannte Strafverteidiger Irwin Thompson wird Sie bei der Anhörung am Dienstag vertreten. Rufen Sie mich an, dann erkläre ich Ihnen die Einzelheiten. Die Stabilität der neuen Zeitzone hat sich bestätigt. In ein paar Minuten können wir einen Neustart auslösen und dann programmieren wir den Einstieg 24 Stunden bevor Merrick das Flugzeug besteigt. Damit bleibt uns genug Zeit, um ihn aufzuhalten. Sagen Sie einfach, welche Katastrophe Sie erleben wollen und wir werden Sie augenblicklich in die entsprechende Zeit zurückversetzen. 3 Stunden vor dem Zeitpunkt der Katastrophe, für die Sie sich entscheiden. Noch etwas. Der Zeitwandler ist leider immer noch instabil. Jeder Testlauf ist von Fehlern begleitet. Das heißt, Sie haben nur ein Rückflugticket in die Vergangenheit, um Merrick daran zu hindern, das Flugzeug zu besteigen. Damit wäre die Zeitzone umgeleitet und Sie würden wieder nach Hause kommen. Die Verbindung steht jetzt. Also viel Glück. Das Feuer im Cops Coliseum. Nachdem Sie jetzt wieder im Leben stehen, was empfinden Sie so? Denn? Irgendwas stimmt hier nicht. Sie leben ja. Ja, das Gefühl habe ich auch. Was ist denn los mit Ihnen? Gar nichts. Wir sind wieder vom Kolosseum, 3 Tage zu spät. Irgendjemand muss ein anderes Datum eingegeben haben. Was soll denn der Blödsinn? Ich will mit Grief Hasi reden. Er hat doch gesagt, er hat nur noch eine Möglichkeit, uns zurückzubringen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Merrick nochmal töten und das Cops-Coliseum erneut vernichten. Und dann warten wir eine Woche, bis Grief Hasi einen weiteren Neustart für uns einleitet. Ich glaube, wir sollten mal tanken. Nein. Nein. Wir werden auf keinen Fall tanken. Sie gehören hoffentlich nicht zu denen, die erst auf die Tankstelle fahren, wenn der Wagen schon anfängt zu stottern. Heute vielleicht ja. Wir tanken in der Nähe vom Coliseum. Was haben Sie vor? Erinnern Sie sich an die beiden, die hinter uns her waren? Ich habe da so eine Ahnung, dass sie uns durch dieses Ding hier auf die Spur gekommen sind. Es wird Zeit, sie ein für alle Mal auszuschalten. Wo steckt dieser Merrick denn?
Sie bitte, haben Sie vielleicht vor kurzem einen 84er Oldsmobile gesehen? 84er Oldsmobile? Nein. Soll ich Öl und Luft überprüfen? Sieh mal an. Verdammt! Ich versuche, Ihren Sohn zu Ihnen zu schicken, Merrick. Zwei Karten. 150. Ganz schön teuer. Ja, und 50 zurück. Officer! Parken Sie den Wagen, bitte. Geht klar. Sieht so aus, als hätten Sie sich unsere Warnung zu Herzen genommen. Was machen Sie da schon wieder? Ich stelle die Ortszeit ein. Ich arbeite an der Erfindung einer Uhr, die auf die Veränderung des Längengrads reagiert und sich automatisch auf die Zeitzone einstellt, in der man sich gerade befindet. Ich kann's kaum erwarten, Sie kleiner Schlauberger. Ich bin Baker, das ist Stanton. Ich weiß nicht, ob wirklich was passiert, aber danke, dass Sie alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Leid, ich muss da drin unbedingt eine Familie erreichen. Es geht um Ihre Großmutter. Es ist ein Notfall. Okay, wie ist dein Name? Lindquist. Ich bin gleich fertig. Dann können wir endlich loslegen. Familie Lindquist, bitte begeben Sie sich umgehend in die Haupthalle zur Rettungsstation. Familie Lindquist, bitte begeben Sie sich zur Rettungsstation in die Haupthalle. Haben Sie vielen Dank. Kein Problem. Dann würden Sie mir noch zeigen, wo die Rettungsstation genau ist? Ja, aber natürlich. Also, Sie gehen durch diese Tür hier, den Gang immer geradeaus und ganz am Ende... Hey, Lady! Öffnen Sie die Tür! Öffnen Sie die Tür! Steve, holst du mit Kevin bitte etwas zu essen? Wir wurden gerade ausgerufen. Es geht wahrscheinlich um einen Notfall. Nein, es geht um keinen Notfall. Ich mache einen Test. Was haben Sie vor? Hallo, das ist ein Test. Funktioniert die Anlage? Das dürfen Sie nicht. Achtung! Achtung! Was zum Teufel willst du hier, Tom? Es gibt gleich eine Explosion. Ihr müsst raus hier. Am Telefon hast du Kevin noch von einem Feuer erzählt. Und jetzt? Achtung. Was soll das alles? In der Arena ist eine Bombe versteckt. Ich wiederhole, in der Arena ist eine Bombe versteckt. Bitte räumen Sie die Halle, und zwar sofort. Ihr müsst raus hier. Hast du das gehört? Ja, schnell. Schnell raus. In der Arena ist eine Bombe versteckt. Alle müssen raus. Wir müssen die Sprengsätze jetzt zünden, bevor noch mehr Menschen die Halle verlassen. Lasse das nicht noch mal zu. Sie sind ein Idiot. Sie werden den Zünder jetzt aus der Hand legen, Cortes. Sie wissen doch gar nicht, was Sie da tun, Felder. Na los! Thank you.
die Waffe weg! Waffe runter! Oh mein Gott! Nicht sie weg hier! Sie sind Stanton. Sie hätten ihn niemals erfinden dürfen, diesen Zeitwandler. Sie hätten ihn niemals... Unten bleiben. Ich hab gesagt, runter mit der Waffe! Kanone runter! Wenn ich das mache, sind wir alle tot! Ich verhandle nicht mit Ihnen! Na los! Wird's bald! Wir sind eingeschlossen! Sie kennen die Durchschlagskraft dieser Waffe! Nur so kommen wir hier wieder raus! Vielleicht hat Merrick recht. Halt den Mund, Stetten! Runter mit der Waffe! Ich habe mal zu Ihnen gesagt, dass Sie nicht für den Außendienst geeignet sind. Vergessen Sie es. Das war Unsinn. Nein, Sir, ich glaube, ich werde auf Ihren Rat hören und mich der Wissenschaft widmen. Durch eine ganze Reihe von Explosionen zerstört wurde, wodurch etwa 200 der gut 16.000 Zuschauer den Tod fanden. Das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich dir ein anderes Mal. Ich danke dir. Wir sehen uns dann bald, okay? Ja. Na klar, wann immer ihr wollt. Hey. Tja, ich habe noch was zu erledigen. Also, bis bald. Okay. Wiedersehen. Hier dürfen Sie nicht stehen bleiben. Elizabeth! Wo wollen Sie hin? Naja, Tom. Tom? Sie nannten mich Tom. Das finde ich gut von Ihnen. Ich hatte das Gefühl, dass Sie dort nicht weggehen wollten, da wollte ich nicht stören. Wie auch immer, ich dachte... Musik.
Wir von Timeshifters hoffen, dass Sie diesen einmaligen Augenblick in vollem Maß genießen konnten, indem eine hochrangige Katastrophe mit einer wahrhaft historischen Bedeutung einhergegangen ist. Aber jetzt atmen Sie ganz tief durch und holen Sie die Kameras raus, denn wir möchten Sie nun zu einer weiteren furchteinflößenden, nie dagewesenen Katastrophe, die je in der Geschichte stattfand, entführen. Also sind Sie bereit?